In der letzten Zeit haben wir vielleicht alle schon von Elon Musk, SpaceX und seinen unglaublichen Projekten gehört. Es gibt aber noch einen Gigant, der sich schon auf den Weg machte, um den Weltraum zu erobern, über den vielleicht die Medien nicht so viel reden, aber der schon im Jahr 2020 erfolgreiche Missionen erledigt hat, die vorher niemals zu sehen waren. Ja, ich rede über die Superkraft China. China hat ein sehr ehrgeiziges Weltraumprogramm. In seinen Plänen gibt es von einer eigenen Weltraumstation bis zu einer permanenten Mondbasis. In diesem Video werden wir über Chinas Weltraumprogramm und seine Geschichte sprechen. Die internationale Raumstation, International Space Station oder auf Russisch Международная космическая станция, ist der größte Satellit im Erdorbit, das größte menschengemachte Objekt im All und das Ergebnis von der Zusammenarbeit zwischen 5 Raumfahrtagenturen und der internationalen Kooperation zwischen 16 Staaten. Ja, aber vielleicht fällt euch etwas auf. Gucken wir mal eine Karte mit allen Ländern, die an dem Projekt beteiligt haben. Ja, vielleicht merkt ihr das schon. Wo ist China? Nach Befehl des White House ist China nicht erlaubt, an dem Projekt zu beteiligen. China ist aber nicht sitzen geblieben und hat seine eigenen Pläne gemacht. Die Wurzel seines Weltraumprogramms führen uns aber bis zum 1950, als während des Koreakrieges die USA China mit Atomwaffen bedroht haben. Was China dazu motiviert hat, eigene Technologie zu entwickeln und später, nachdem die Sowjetische Union das Sputnik im Orbit gesetzt hatten, hat sich China entschlossen, eigene Missionen zu planen. Jahre später, nachdem die Sowjetische Union und die USA die ersten bemannten Missionen erledigt hatten, hat China angefangen, an eigenen bemannten Missionen zu denken. 1968 hat China sein Programm von bemannten Missionen angefangen, immer noch ohne ein eigenes Raumfahrtagentur. Und 2 Jahre später hat China seinen ersten Satellit entwickelt und in Orbit gesetzt. Der Satellit Dongfang-Hong-1. Aber in den nächsten Jahren hat das Programm sich deutlich verlangsamt und nach Maos Tod wurden viele Programme wegen ihren Kosten abgesagt. Erst fast im Jahr 1980 hat China sich wieder damit beschäftigt und hat wieder angefangen, bemannte Missionen zu planen. Wir müssen uns daran erinnern, dass zu dieser Zeit sowohl die Sowjetische Union als auch die USA erfolgreiche bemannte Missionen erledigt hatten. Zuerst mal die Sowjetische Union im Jahr 1961 mit der Mission Vostok als Juri Gagarin in ein bisschen weniger als 2 Stunden die Erde umrundet hatte. Und später die Amerikaner als der Pilot Alan Shepard in 15 Minuten einen ballistischen Wiedereintritt gemacht hat. Genauso wollte China machen. Im Jahr 1986 wurde das Programm 863 gegründet, das nationale Programm zur Entwicklung von Hochtechnologie. Durch dieses Programm wollte China finanzielle Unabhängigkeit von ausländischen Technologien schaffen. So wurden zum Beispiel Projekte auf folgenden Gebieten gefördert. Ein Schwerpunkt des Programms war die Raumfahrttechnologie, besonders die Entwicklung der notwendigen Technologie, um bemannte Missionen erledigen zu können. In den nächsten Monaten haben die Wissenschaftler sich umständlich damit auseinandergesetzt, Pläne aufzustellen, um so bald wie möglich bemannte Missionen machen zu können. Die haben später aber festgestellt, dass China noch nicht die notwendige Technologie besessen hat, um von null bemannte Missionen entwerfen zu können. Um das Programm zu beschleunigen, wurde danach vorgeschlagen, schon entwickelte Technologie zu benutzen. Zum Beispiel, es wurde vorgeschlagen, Soyuz-Kapsel zu verwenden, was später der Präsident bestätigt hat, und so wurde das Programm 921 geboren. Im Jahr 1991 hat Russland angefangen, China in diesem Bereich zu unterstützen. Russische Spezialisten haben dazu den Chinesen über die Vorzüge der Verwendung der Soyuz-Kapsel instruiert. In diesem Jahr sind auch 20 junge chinesische Ingenieure nach Russland gefahren, um 2 Jahre weiter instruiert zu werden. 1994 hat der chinesische Präsident Jiang Zemin in Kaliningrad, Russland, das damalige russische Flight Mission Control Center besichtigt, um die Kooperation zwischen beiden Ländern in diesem Bereich zu fördern. Im Jahr 1995 haben China und Russland einen Vertrag für Technologietransfer abgeschlossen. Der Vertrag enthielt zum Beispiel das Training von Astronauten, die Lieferung von Soyuz-Kapseln und auch Raumanzüge. 1996 haben die 2 chinesischen Astronauten Wu Jie und Tin Long angefangen, im Juri Gagarin Kosmonautentrainingzentrum
zu trainieren. Als sie in China zurückgekehrt sind, haben sie sich damit beschäftigt, neue Astronauten zu selektieren. China hat dann die von Russland lieferte Technologie kopiert, adaptiert und von seinem Netzwerk verbessert. Und so wurden seine ersten sogenannten Shenzhou-Kapseln entwickelt. In diesem Bild kann man sehen, wie beide Kapseln sich ähneln. Und hier haben wir eine kleine Tabelle mit den Hauptmerkmalen beider Kapseln. Somit hatte China schon alles, um die erste Phase seines Projekts zu beginnen. Das Projekt 921 und später als Shenzhou-Programm bekannt, bestand aus drei ehrgeizigen Phasen. Die erste, eine bemannte Mission für 2002, die zweite, eine temporale Raumstation für 2010 und die dritte, eine permanente Raumstation für das Jahr 2020. 1999 wurde die erste Shenzhou-Mission erledigt, wo eine unbemannte Kapsel die Erde 14 Male umrundet hat. Im Jahre 2001 die zweite, wo ein Kaninchen, einen Hund und einen Affe ins All gebracht wurden. Diese Mission war schon deutlich komplexer und obwohl es viele Fehler und Probleme gab, wurde es vorgleich die Orbit mehrere Male gewechselt. 2002 kam die dritte, die schon fähig war, einen Menschen zu tragen. Stattdessen wurde aber ein Test-Dummy benutzt. Im Dezember 2002 wurde die letzte Probemission mit noch einem Test-Dummy durchgeführt. Und am 15. Oktober 2003 um 9 Uhr wurde die fünfte Mission gestartet. Der Kosmonaut Yang Liwei machte Geschichte, dass der zum ersten Kosmonaut der Volksrepublik China wurde. Nach 11 Jahren harter Arbeit und um 2,3 Milliarden Dollar Investition hatte China erfolgreich seine erste bemannte Mission geschafft. Und damit wurde es zur dritten Nation, die in der Lage ist, es zu schaffen. Der Astronaut Yang Liwei hat die Erde 14 Mal umrundet und nach 21 Stunden Flugzeit sicher gelandet. Er wurde durch eine Tech-Rakete von Typ Long March 2F, eine Rakete von 2 Stufen und 446 Tonnen Masse, gebracht. Diese Raketenversion wurde speziell für bemannte Flüge entwickelt. Das war die erste von den Shenzhou-Missionen, die heutzutage immer noch entwickelt werden. Und so war die erste Phase des Projekts erfüllt. Als kleinen Daten, damals hat der Kosmonaut nur Essen gegessen, das nicht aufgewärmt werden musste und auch kein Wasser benötigte. Jetzt haben die chinesischen Kosmonauten eine Auswahl von 80 verschiedenen Speisen. In den folgenden Jahren kamen noch bemannte Missionen. Im Oktober 2005 die Mission Shenzhou 6, im September 2008 die Mission Shenzhou 7, wo die zweite Phase des Projekts 921 angefangen wurde und der Astronaut Chang Jigang 15 Minuten den ersten Weltraumaufstieg machte. Im 2011 wurde die erste nicht permanente Raumstation in Orbit gesetzt, die Raumstation Tiangong 1, und ein Jahr später wurde die von der Mission Shenzhou 9 besichtigt. Die Tiangong 1 hat eine Masse von 8,4 Tonnen, eine Länge von 9 Meter und einen Durchmesser von 2,8 Meter. 2012 haben die Astronauten Jing Haipeng, Liu Wang und die erste chinesische Raumfahrerin Liu Yang die Raumstation besucht. Die Kopplung ist total automatisiert gegangen. Und das Ziel der Mission waren die Systemenerprobungen wie Lebenserhaltungssysteme, Kopplungstechnik, Gyroskoptechnik und auch Forschungsarbeiten in der Schwerelosigkeit und Erdbeobachtung. Alles hat 10 Tage gedauert. Ein Jahr später, während der Mission Shenzhou 10, war die Tiangong 1 vom 11. bis zum 23. Juni ein zweites Mal bemannt. Nach den bemannten Phasen wurde die Raumstation bis zum 2006 benutzt und verglühte später in die Erdatmosphäre. Und somit wurde die zweite Phase des Projekts 921 erledigt. Wir müssen ein bisschen zurück in der Zeit gehen, da parallel zu diesen Missionen im Jahr 2007 wurde von der schon gegründeten Raumfahrtagentur CNSA, die China National Space Administration, das Programm Chang'e gegründet, das Mondprogramm der Volksrepublik China. Das Programm wurde nach der Mondgöttin Chang'e benannt und dieses spannende Programm besteht aus drei großen Schritten, die jeder aus kleinen Schritten unterteilt ist. Der erste, die Erkundung mit einer Umkreisung und einer Landung. Der zweite, die Landung
mit Erkundung der Polregion und eine bemannte Erkundung. Und der dritte, die Stationierung, wo eine Mondbasis gebaut werden soll. Der erste Schritt begann am 24. Oktober 2007, als die Chang'e-1, die erste Raumsonde von der China National Space Administration, gestartet wurde. Am 6. November erreichte die eine Mondumlaufbahn und einen Tag später erreichte die ihre endgültigen Bahn. Ziele der Mission waren die Erstellung einer dreidimensionalen Karte der Mondoberfläche, Kartografierung der nützlichen Elemente und Substanzen über die Mondoberfläche und die Messung des Sonnenwindes und der hochenergetischen Partikel von Sonneneruptionen zwischen Erde und Mond. Am 1. März 2009 schlug die gezielt auf den Mond auf. Die zweite Raumsonde Chang'e-2 startete am 1. Oktober 2010. Die umkreiste den Mond 8 Monate, um ihn zu vermessen und zu fotografieren. Diese Sonde war sehr ähnlich zu Chang'e-1, aber hatte Verbesserungen wie eine ziemlich verbesserte Onboard-Kamera. Im Gegensatz zur Vorgängersonde Chang'e-1 flog Chang'e-2 mit einem größeren Treibstoffeinsatz direkt zum Mond. So verkürzte sich die Flugzeit von 14 auf 5 Tage. Am 9. Juni 2011 verließ die Sonde die Umlaufbahn in Richtung Lagrange-Punkt L2 des Sonne-Erde-Systems, wo sie 10 Monate verblieb. Und so wurde die CNSA das dritte Raumfahrtagentur, die diesen Punkt erreicht. Im 2012 verließ sie den Lagrange-Punkt, um den Asteroid Toutatis zu erreichen. Im Dezember flog die am Toutatis vorbei und im Februar 2014 war die Sonde bereits 70 Millionen Kilometer entfernt, so dass die Verbindung abbrach. Es wird aber erwartet, dass sie im Jahr 2029 wieder auf 7 Millionen Kilometer näher kommt. Am 14. Dezember 2013 schaffte die folgende Mission, die Chang'e-3, eine kontrollierte Landung auf den Mond und setzte den Mondrover Yutu auf chinesisch Halehase ab. Mit dieser Mission war seit 37 Jahren erstmal wieder ein Raumfahrzeug auf den Mond gelandet. Für die Energieerzeugung in Mondnächten hatte die Chang'e-3 einen Radioisotopengenerator an Bord, der am Mondtag durch Energie aus den beiden Sonarpanelen unterstützt wurde. Der Mondrover, die Halehase, hat nur Sonarpanelen und hat während der Mondnächte geschlafen. Zur Unterstützung der Sonde arbeitete China mit der ESA zusammen. Die half am Empfang der Funksignale während der Flugphase und bei der Positionsbestimmung während der Landung. Der Rover hatte eine Masse von 120 kg, ein Nutzlast von 20 kg und hatte nur zwei Sonarpanelen. Der Yutu war fähig autonom zu navigieren, Obstakel zu vermeiden und den kürzesten Weg zu selektieren. Am Januar 2014 verlor Yutu die Fähigkeit, sich zu bewegen. Nach Ende des zweiten Montags der Mission und nachdem er 114 Meter gefahren war. Der Rover war gedacht, nur 3 Monate zu funktionieren. Der hat aber bis zum Mitte 2016 funktioniert. Und ein Ultraviolett-Teleskop der Chang'e-3 sollte noch funktionieren, laut Jing Wang von National Astronomical Observations in Beijing. Jetzt wird es spannend. Am 7. Dezember 2018 wurde die Chang'e-4 gestartet, eine neue Raumsonde, die aus einem Lander mit Rover besteht. Ziel dieser Mission war wieder eine softe Mondlandung, aber dieses Mal auf der Mondrückseite. Etwas, das früher nie gemacht worden war. Und China hat es geschafft. Die Sonde landete am 3. Januar 2019 erfolgreich im Mondkrater von Karmar im Südpol auf der Mondrückseite. Vielleicht fragt ihr euch, wieso der Flug fast einen Monat gedauert hat. Am 12. Dezember erreichte die Chang'e-4 schon einen Mondorbit, aber der hat dann 220 Tage im Orbit alle Systeme probiert. Da eine direkte Funkverbindung mit der Mondrückseite nicht möglich ist, wurde am 21. Mai 2018 ein Relais-Satellit Kuiqiao gestartet. Dieser Satellit wurde im Halo-Orbit um den Erdemond Lagrange-Punkt hinter dem Mond stationiert. Ein Lagrange-Punkt hat das besondere Merkmal, dass er umkreist werden kann.
Da ist eine Halo Orbit. Der Satellit Qiutiao kann Funksignale zwischen der Erde und Rückseite des Mondes weiterleiten und ermöglichte damit die Kommunikation und Kontrolle während der Mission. Der Rover Juju 2 benannt, hatte eine Masse von 140 kg und der verfügte über eine Panoramakamera, ein Bodenradar und einen energetischen Analysator für neutrale Atome, um aufzuzeigen, wie Sonnenwind mit der Mondoberfläche interagiert und vielleicht sogar den Prozess der Erstickung von Mondwasser. Der Juju 2 sendete Funksignale tief in die Mondoberfläche und erreichte eine Tiefe von 40 Meter durch den Hochfrequenzkanal von 500 MHz. Diese Daten ermöglichten es den Forschern, ein Bild der unterirdischen Stratigraphie der anderen Seite des Mondes zu entwickeln. Der Lander trug auch einen 2,6 kg schweren Behälter mit Samen und Insekteneiern, um zu testen, ob Pflanzen und Insekten in Synergie schlüpfen und gemeinsam wachsen können. Das Experiment umfasste Samen von Kartoffeln, Raps und Baumwolle. Am 7. Januar 2019 sproß als erstes die Baumwolle. Als jedoch am 13. Januar am Landeplatz die Mondnacht anbrach, sank die Temperatur in den Behälter auf minus 52 Grad und die Lebewesen starben. Am 23. November 2020 startete die Chang'e 5. Die wurde durch eine Long March 5 Rakete ins All gebracht. Mit einer Masse von 8,2 Tonnen bestand die Chang'e 5 aus 4 Modulen, einem Lander, der 2 Kilogramm Gestein sammeln sollte, eine angeschlossene Aufstiegsstufe, einem Orbiter und einer Wiedereintrittskapsel. Am 28. November nach 112 Stunden Flugzeit kam die Sonde beim Mond an. Erstmal seit mehr als 40 Jahren sollte die Gestein zur Erde bringen. Am 1. Dezember ist die Sonde auf den Mond gelandet. Kurz nach der Landung begann das Landegerät seine harte Arbeit. Bis zu 2 Meter tief gruf der Lander in die Mondoberfläche, um Gestein zu sammeln. 2 Kilogramm Mondgestein konnte der Lander ergattern und am 16. Dezember sicher zur Erde bringen. Um die lunaren Proben wieder zurück zur Erde zu bringen, musste der Raumsonde ein komplexes Manöver im Mondorbit durchführen. Dafür stieg die mit den Proben beladene Aufstiegseinheit auf und dockte an die Orbitersonde der Chang'e 5 Mission an. Die Orbitersonde packte dann die Gesteinsprobe in eine spezielle Wiedereintrittskapsel um und nahm mit ihr gemeinsam Kurs zurück zur Erde. Am 17. Dezember fand dann die Landung der Probekapsel statt. Es wurde auch zum ersten Mal den Flagg des Landes am Landemodul gehisst. Das ist aber nicht alles. China ist gerade unterwegs zum Mars. Die Mission Tianwen 1 sollte einen Rover auf den Mars-Oberfläche absetzen. Die Mission sollte im Februar 2021 den Mars-Orbit erreichen. Im 2022 sollte China seine Weltraumstation anfangen zu bauen und im 2030 bemannte Missionen zum Mond schicken.